Gewässer, an unserem Fluss und hat da mal ein bisschen über alte Zeiten geschwätzt und ja, das war es eigentlich auch schon. Für mich ist eigentlich alles Abenteuer gewesen, auch damals, ob ich jetzt irgendwelche kleinere Reisen unternehmen konnte oder nicht. Theoretisch war alles ein Abenteuer, denn die Welt zu erkunden, genauso wie hier in Minecraft. Wenn Katze die Welt erkundet, ist das auch ein Abenteuer und Katze erlebt hier viele Abenteuer. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir haben immer noch kein Eisen. Haben wir hier noch irgendwelche Tierchen? Oh, hallo Piggies, hallo Edgar. Tschüss Edgar, hallo Edgar 2. Tschüss Edgar 2. Oh, ich hasse es, wenn diese Tiere einschubsen. Dass man da so durch die Gegend gebackt wird, so ein bisschen. Das ist so ein ultra nerviger Move. Vielleicht geht euch das ähnlich. Okay. Ja, was war denn das jetzt für ein Leck hier? Ich weiß nicht, ob hier gerade auch alles so funktioniert, wie es soll. Aber gut. Ich weiß schon gar nicht, wie viel der Edgar das jetzt war. Katze hat den Überblick verloren. Katze muss ja auch nicht zählen können. Katze muss nur, ja, keine Ahnung. Was muss Katze? Schlafen, spielen, Montage hassen. Ach, cool. Ich hasse das, wenn die einfach so... Okay. Das bleiben wir mal wieder bei... Ach, das ist schön. Wir haben hier eine Futterquelle. Wir haben hier... Ja, das ist doch sehr schön. Wir haben hier eine Holzquelle. Heißt, wir können uns also auch gleich... ja. Wir können uns gleich Holz nochmal mitnehmen. Und können uns dann eine Truhe... Ja. Oh mein Gott, Katze redet so viel Scheiße heute. Eine Truhe craften, tatsächlich. Eine schöne Truhe, damit wir unser Essen und alle unsere Zeug, was wir nicht brauchen, gerade verstauen können. Und wieder hat die Kuh uns zur Seite gedrängt. Mag ich absolut nicht, ganz ehrlich. Natürlich hätte ich hier auch extrem betrügen können und hätte sagen können, okay, wir haben jetzt das und das gefarmt und ich zeige es euch nicht und, ne? Natürlich haben wir hier so ein paar Sachen, die es uns vereinfachen, das habe ich euch von Anfang an gesagt. Ich hätte jetzt, wie gesagt, hier auch anfangen können und hätte sagen können, okay, ich cheat mir erstmal irgendeine Truhe mit irgendwelchen Stuff oder so. Ich habe aber noch keine Bonustruhe gesehen, lustigerweise, die sollte aber eigentlich da sein. Ach, da war eben noch ein Bienennest. Aber es ist halt wirklich so, dass ich mir schon vereinfachte Bedingungen rausgesucht habe. Ja, natürlich. Aber es ist nicht so, es ist nichts gecheatet. Ihr seht, ich baue das alles persönlich ab hier. Und wir haben natürlich hier diesen Survival Mode an. Und haben dementsprechend auch wir haben übrigens auch kein Wetter an. Heißt also, mit Schlafen hat sich's erledigt. Wäre natürlich bestimmt auch nice gewesen mit Schlafen, aber nee, muss ich nicht haben. Bringt uns auch nicht viel und ist irgendwie nervig. Ständig ein neuer Tag und ständig wieder schlafen legen und na, ihr wisst, was ich meine. So haben wir immer gleichbleibende Bedingungen, auch was Cooles. Ja, also wie gesagt, zum Thema von eben hätte mir natürlich auch was cheaten können, hätte sagen können, hey, das habe ich gefunden, damit kann ich arbeiten, das ist doch cool, das ist doch toll, das ist doch super und hätte das ja relativ schnell abarbeiten können, das Thema hier, aber nein, ihr seht das alles, also es wird hier eine lückenlose Dokumentation geben mit den Sachen, die ich hier farme. Oh, hier unten haben wir direkt eine Höhle, interessant. Gut, dass wir nicht schlafen müssen, sonst wären Monsters nearby. Mit ist nämlich ganz doofe Katze. Joti. Dann müssen wir uns erstmal Kisten craften. Wir müssen uns vor allen Dingen auch mal einen Boden verlegen. Das mit dem Boden kommt aber noch. Wir werden uns also... Meine Fresse. So. Wir werden aber erstmal hier dafür sorgen, dass wir hier Kisten platzieren können. Und so ein bisschen Stuff reinpacken. Dass wir erstmal ein bisschen was da haben.
dann werden wir nochmal hier Steaks durchbraten und so weiter. Genau, das brauchen wir noch. So, dann haben wir das hier. Dann tun wir den Packen wie die Axt zur Seite. Natürlich bin ich am überlegen, ob ich mir nicht noch ein zweites Lagerfeuer gönne, aber das ist ja relativ. Ich könnte jetzt massenhaft Kohle herstellen, aber nein. Ich mache das nur, wenn ich es muss und aktuell muss ich es nicht unbedingt. So, jetzt will ich aber erstmal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas Interessantes haben. Zum Beispiel Sand, damit wir Glas machen können. Also wir sind schon relativ weit, natürlich unter vereinfachten Bedingungen, logisch. Aber das ist auf jeden Fall besser. Hallo Huhn, danke für dein Ei. Möchte natürlich jetzt wieder lustig werden. Ja, ernsthaft? Edgar steckt den Kopf in den Sand, beziehungsweise in die Erde. Was ist mit Edgar los, Freunde? Was ist mit Edgar los? So, überall Höhlen. Haben wir da ein bisschen Sand? Ja. Das ist aber ganz schön weit weg. Da muss Katze ganz schön weit laufen. Und das ist so eine Sache, die ich habe. Vor allen Dingen ist es gar nicht mal so viel Sand. Tatsächlich. Das ist eine ätzende Sache gerade. Aber gut, wir haben dieses Survival angefangen für euch, also, und ich sage schon wieder wir. Katze sagt schon wieder, warum sagt Katze immer wir? Hier ist doch keiner außer mir, außer vielleicht die lieben kleinen Tierchen. Zum Glück nicht die Monster, ja? Zum Glück nicht die Monster. Ich hätte jetzt natürlich auch hier die Monster-Spawn-Rate runterstellen können, beziehungsweise das kleine Monster-Spawn, glaube ich, kann man mittlerweile einstellen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Monster sollen spawnen. Monster spawnen wahrscheinlich statt hier oben eher in Höhlen oder seltener hier oben. Wir haben einen relativ hohen Tick-Speed auf jeden Fall. Aber gut. So, hier haben wir erstmal Sand. Und dann brauchen... Okay, hier haben wir unser Essen. Wo ist das andere Essen? Keine Ahnung. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal Kohle. Working in a coal mine. Komm, wir machen erstmal eine rein. Die bringt zwar nicht viel, aber ja. Ist das eigentlich durch Tick Speed? Ich werde es ja gleich sehen, ob das auch schneller durchbrennt. Kann natürlich sein, wäre natürlich eine coole Sache. Aber es kann mir natürlich auch genauso gut sein, dass das nach 8 Dingern einfach wieder ausgeht und mir dann gesagt wird, nee, machen wir nicht mehr, Ende Gelände. Katze legt was nach. Oder lass es. Ich habe vor allen Dingen jetzt schon wieder Spaß daran, dass ich weiß, dass jetzt bald das Klimagerät kommt. Und der Aufbau wird sehr, sehr stressig für die Leute, die es ja nicht wissen. Katze kann ja nicht so richtig aufstehen, wegen gesundheitlichen Problemen. Das heißt, Katze wird da ganz große Probleme haben, das Scheißding anzuschließen. Ja. Das war ein böses Fauch. Na, böses Fauch war es nicht. Nein. Katze ist normalerweise ganz lieb, es sei denn, man geht Katze auf die Nerven. Dann wird Katze auch sauer. Shit. Das klang jetzt natürlich ein bisschen, sehr komisch, aber... Ich hasse solche Situationen einfach. So. Nur noch ein bisschen, dann haben wir das Dach fertig. Also ich darf mich auch hier nicht zu sehr beeilen, sonst wird das nichts. Man sieht es ja immer wieder dann. Okay, also na, ihr seht, wir können hier auch aus Lagerfeuer gehen, wir kriegen keinen Schaden. Keinen Feuerschaden.
Ist auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt muss ich allerdings erstmal hier nebenbei gerade kurz zu meiner Kühlbox. Okay, was war das jetzt? Keine Ahnung. Zu meiner Kühlbox greifen, die ich hier neben meinem Computer stehen habe. Ihr hört das Ganze hier. Styropor, Styropor. Das erinnert mich an einen ernst gemeinten. Ich wollte schon sagen, an einen ernst. Okay. An einen ernst gemeinten Joke. Und zwar, es war aber kein ernst gemeinter Joke, sondern es war echt. Und zwar damals in der Schule, in der dritten, vierten Klasse, was es war, war mal das Gesprächsthema in unserem Klassenraum. Was ist zwischen Glasfenstern? Was ist zwischen den Fenstern? Korrekte Antwort? Na, wie lautet die korrekte Antwort, was zwischen Fenstern ist, Freunde? Zwischen doppelt verglasten Fenstern, was ist da? Ich gebe euch einen Moment Zeit, liebe Freunde, das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Korrekte Antwort ist Luft. Da gab es dann aber mal eine Person, die, ja, so, ich würde es nicht als Dorfmatratze bezeichnen, aber schon so ein bisschen. Da habe ich aber keinerlei Erfahrung mit. Ja. Die meint da natürlich diese Antwort geben zu müssen. War auch sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Aber gut, das haben erstmal alle drüber gelacht. Die Türen müssen erstmal raus. Das haben tatsächlich alle drüber gelacht. Weil, stellt euch mal vor, Styropor zwischen zwei Fensterscheiben. Und man kann durch die Scheibe durchgucken. Ja, nein, definitiv nicht. Unsere Schaufel ist kaputt, putt. Menno. Und da gab es dann halt lauter solche Sachen. Genauso gut, ist das so eine Sache. Viele wissen ja, habe ich so vor einem Jahr, vor über einem Jahr eine Trennung, nach 8 Jahren Beziehung, bla bla bla, Drogen worden. Zack, habe ich ja alles schon erzählt. Und da gab es dann ja auch immer so eine Person, die dann immer geholfen haben wollte. Mit dieser Person, ja, war ich in derselben Klasse wie, ich nenne es mal die Dorfmatratze, ist jetzt kein gutes Umgangswort, aber es ist die Wahrheit. Da war ich in derselben Klasse wie mit ihr und so weiter und so fort. Die meinte dann immer so, ja, und ich habe dieses Problem und ich habe jenes Problem und Katze, helf mir doch mal. Und Katze sagt, naja, okay, wenn du dir das und das Problem hast, probier doch mal das und das und das. Katze hört da halt gerne zu und Katze analysiert und hilft. So, und Katze mag es nur nicht, wenn Katze ausgenutzt wird. So, und das war oft genug der Fall. Und dann habe ich dann halt irgendwann eine Ansage gemacht, habe gesagt, hier, pass auf. Damit eins feststeht, ich bin für dich gestorben, du bist für mich gestorben, ich möchte keinen Kontakt mehr. Mach, was du willst, lad deine Probleme auf andere ab, wenn du anderen nicht helfen möchtest, aber selber nur geholfen haben möchtest und dich dann für immer distanzierst und zurückziehst, bis du wieder deine Probleme hast, dann kannst du mich mal kreuzweise. Das hat Katze denn so gesagt zu diesem Mensch. Und dieser Mensch kannte natürlich auch meine Ex-Freundin tatsächlich. Und diese Person ist davon natürlich ausgegangen, dass ich nicht mehr existent bin unter den Lebenden, weil ich mich nicht mehr melde auf ihre E-Mails, beziehungsweise da nicht mehr auf ihre E-Mails gemeldet habe. Bis es dann vor ein paar Tagen kam, so hey, dass die Ex von mir sozusagen geschrieben hat, ja, sie wollte gerne zurück, bla bla. Aber am selben Tag kam dann noch von einer anderen Person eine E-Mail. Ich
ich habe da so meine Kontakte und ich weiß, dass du noch da bist und antworte mir dann doch einfach mal und bla bla bla. Und ich weiß, dass diese Person auch zu meiner Ex Kontakt hat. Und das ist der einzige Name, den sie aus meiner Umgebung kannte. Dementsprechend ist ganz klar, wer dahinter steckt. Und dass diese ganze Sache von wegen, ich will doch zurück, einfach nur totaler Unfug ist, totaler Nonsens und reine Verarsche. Und ganz ehrlich, nein.